Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Viktor Walser und ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Leitungsausschusses des ZAZ. Ich freue mich sehr, Sie heute zur zweiten Sitzung in unserer Ringvorlesung begrüßen zu dürfen. Nachdem wir vor einer Woche mit einer Podiumsdiskussion begonnen haben, fahren wir nun mit der ersten regulären Vorlesung von Professor Thomas Krüger fort. An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen von Ihnen entschuldigen, die sich vor einer Woche nicht in die Zoom-Sitzung zuschalten konnten. Das Interesse vor einer Woche war so groß, dass wir die maximale Teilnehmerzahl erreicht hatten und dass keine weiteren Personen mehr an der Sitzung teilnehmen konnte. Seit heute ist die Videoaufzeichnung der Podiumsdiskussion aber auch auf unserer Website und auf YouTube verfügbar. Ich freue mich nun sehr, Ihnen unseren heutigen Referenten vorstellen zu dürfen. Thomas Krüger studierte an der Universität München evangelische Theologie und wurde eben da 1986 promoviert. Nach der Promotion absolvierte er zunächst das Vikariat an der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, bevor er als Postdoktorand an die Universität München zurückkehrte, wo er sich dann 1991 auch habilitierte. Seit 1992 lehrt und forscht Thomas Krüger nun als Professor für alttestamentliche Wissenschaft und altorientalische Religionsgeschichte mit zusätzlichem Schwerpunkt orientalische Sprachen hier an der Universität Zürich. Thomas Krüger hat ein umfangreiches wissenschaftliches Werk vorgelegt, das ich an dieser Stelle gar nicht im Einzelnen vorzustellen versuchen will. In seiner Dissertation hat er sich mit Geschichtskonzepten im Ezekielbuch auseinandergesetzt. Zum Buch Kohelet hat er einen umfangreichen Kommentar und eine Übersetzung vorgelegt. Hinzu kommen zahlreiche Aufsätze und Beiträge, etwa zu Anthropologie und Ethik im Alten Testament oder zur Weisheitslehre. Thomas Krüger hat auch als Herausgeber mehrerer Sammelbände gewirkt, so zuletzt bei einem faszinierenden Band über Sounding Sensory Profiles in the Ancient Near East. Der heutige Vortrag wird, wie Sie wissen, über Zoom gestreamt und Sie haben im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat und ich werde sie im Anschluss gerne verlesen. Auch die heutige Vorlesung wird aufgezeichnet und ist in einer Woche auch wieder online verfügbar, dann auch noch in einer besseren Aufzeichnungsqualität als jetzt hier über Zoom. Lieber Herr Krüger, nun freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag, den wir mit dem Titel Naturkatastrophen im Alten Orient angekündigt haben, der sich nun aber, wenn ich das richtig gesehen habe, bereits etwas geändert hat. Vielen Dank, Herr Krüger. Danke, Herr Walser, für die freundliche Einführung und danke auch für die Einladung zu dieser Ringvorlesung. Ich habe den Titel ein wenig geändert. Statt Naturkatastrophen sind es jetzt Unglücke und Katastrophen im Alten Orient. Der Grund für diese Änderung ist, dass ich bei der Vorbereitung gelernt habe, dass man in der modernen Katastrophentheorie einen etwas engeren Begriff von Katastrophen hat, als ich ihn sonst im Alltag habe und wir ihn vielleicht auch haben. Von einer Katastrophe sollte man gemäß der modernen Katastrophentheorie erst dann sprechen, wenn dadurch die essentiellen Grundlagen einer Gemeinschaft zerstört werden und wenn sie von den Menschen als ein verhängnisvolles Ende der bisherigen Lebenswelt erfahren wird. So Jan Dietrich. Im Blick auf die einschlägigen altorientalischen Quellen ist es aber meist kaum möglich, genau zu entscheiden, ob die Menschen etwas jetzt als Unglück oder Katastrophe empfunden haben und ob das, was es auch faktisch gewesen ist. Und deswegen bleibe ich im Folgenden terminologisch unscharf und deute das im Titel meines Vortrags schon an, indem ich eben von Unglücken und Katastrophen spreche. Ein zweiter und noch wichtigerer Grund für die Titeländerung ist, dass in den altorientalischen Quellen
nicht zwischen Naturkatastrophen und menschengemachten Katastrophen oder Unglücken unterschieden wird. Wir unterscheiden heute zwischen der Natur als dem Bereich der kausalen Gesetzmäßigkeiten und der Kultur als dem Bereich menschlicher Freiheit. Die Menschen des alten Orients verstanden aber die gesamte Wirklichkeit als ein Gefüge von Beziehungen und Handlungen zwischen Göttern und Menschen. Das lässt sich gut an einem Bild zeigen, der Abrollung eines Rollsiegels aus Mari, dem heutigen Tel Hariri in Syrien, aus dem Zeitraum des 24. bis 22. Jahrhunderts. Meine Zeitangaben sind alle vor der Zeitenwende, das sage ich nicht immer dazu. Ottmar Kehl und Silvia Schröer, die das unter anderem publiziert haben, dieses Bild beschreiben es folgendermaßen: ein bärtiger Gott mit Herrscherszepter, es könnte Anu, Ea oder El sein, thront auf einem Bergrücken zwischen den beiden Quellströmen der Urflut. Halb Baum, halb menschengestaltige Vegetationsgottheiten, die aus den Fluten emporwachsen, erweisen dem Göttervater ihre Reverenz. Ein kämpferischer Gott links zu sehen, hält mit seiner Lanze zugunsten des Gedeihens der Pflanzen das aufwallende Chaoswasser im Schach. Vielleicht ist das auch keine Lanze, was er hält, sondern ein Spaten, mit dem er Kanäle gräbt, um das Wasser auf dem Ackerland zu verteilen. Alle Texte, die ich Ihnen im Folgenden vorstelle, setzen dieses soziomorphe Wirklichkeitsverständnis voraus. Die Wirklichkeit ist ein Zusammenwirken, so etwas wie ein soziales Zusammenwirken verschiedener menschenähnlicher personaler Größen. Fragt man in Zeiten von Corona nun nach vergleichbaren Erfahrungen im alten Orient, dann kommen einem sogleich die sogenannten Pestgebete des hethitischen Königs Mursili II. In den Sinn, der etwa von 1321 bis 1295 über das Reich Hatti in Kleinasien regierte. In diesen Gebeten bittet Mursili die Sonnengöttin, den Sturmgott oder auch die ganze Versammlung der Götter der Pest, so wird es meistens übersetzt, eine Seuche, die wir medizinisch nicht näher bestimmen können, ein Ende zu machen. Diese Seuche ist in der Regierungszeit von Mursilis Vater, Supiluliuma I., ausgebrochen und wütet im Land Hatti nun schon mehr als 20 Jahre lang. In einigen der Gebete wird gesagt, dass die Seuche durch ägyptische Kriegsgefangene nach Hatti eingeschleppt wurde. Ein anderes Gebet scheint dem zu widersprechen. Auch sonst bleibt manches unklar, auch weil wir nicht wissen, in welcher Reihenfolge diese Texte entstanden sind und ob sie aufeinander Bezug nehmen. Klar ist aber, dass Mursili davon ausgeht, dass die Götter die Seuche verursacht oder doch zumindest zugelassen haben. Und dies, obwohl sie, wie er betont, in seinem Reich verehrt und mit Opfergaben versorgt werden, was allerdings jetzt infolge der Seuche immer schwieriger wird, da es immer weniger Menschen gibt, die für die Opfer sorgen können. Weil Mursili nicht versteht, warum die Götter die Pest über sein Land gebracht haben, bittet er sie, ihm den Grund zu offenbaren. Sei es durch einen Traum, ein Orakel oder einen Gottesmann, sagt er. Sein Expertenteam von königlichen Schreibern und Wahrsagern durchforstet gleichzeitig die Archive und findet Aufzeichnungen, die auf verschiedene Verfehlungen von Mursilis Vater Supiluliuma hinweisen. Erstens, er hat ein Ritual für den Fluss Euphrat vernachlässigt. Zweitens, er hat einen Friedensvertrag mit Ägypten gebrochen. Und drittens, er hat seinen älteren Bruder Tutchaliya getötet und sich selbst auf den Thron gesetzt. Alle drei Vorfälle werden von den Göttern
durch eingeholte Orakel als Ursachen für die Seuche bestätigt. Das Wissen um die Ursachen der Seuche gibt Mursili die Möglichkeit, gegen sie vorzugehen. Er sorgt dafür, dass das vernachlässigte Ritual für den Euphrat wieder ordnungsgemäß durchgeführt wird, und er bietet den Göttern Sühneleistungen für die anderen Vergehen seines Vaters an. Wobei er darauf hinweist, dass sein Land wegen der Seuche eben nicht mehr so viele Lebensmittel produzieren kann wie früher. Dass er für die Sünden seines Vaters gerade stehen muss, scheint Mursili zu akzeptieren. Ich zitiere einen Abschnitt aus einem dieser Pestgebete in der Übersetzung von Jörg Klinger. Wettergott von Hatti, mein Herr, Götter, meine Herren, so geschieht es. Die Menschen freveln immer wieder. Und auch mein Vater frevelte und er übertrat das Wort des Wettergottes von Hatti, meines Herrn. Aber ich habe in keiner Weise gefrevelt. Und doch geschieht es so, der Frevel des Vaters kommt über den Sohn. Und der Frevel meines Vaters kam auch über mich. Ich habe es gerade dem Wettergott von Hatti, meinem Herrn, und den Göttern, meinen Herren, gestanden. Es ist so, wir haben es getan. Aber weil ich den Frevel meines Vaters gestanden habe, möge der Sinn des Wettergottes von Hatti, meines Herrn, und der Götter, meiner Herren, sich wieder besänftigen. Seid mir wieder gnädig und schickt wieder weg aus dem Land Hatti die Seuche. Lasst die Brotbäcker und die Weinopferspender, die wenige sind, nicht dahinsterben. Indem Mursili die Verantwortung für die Sünden seines Vaters übernimmt, kann er jede eigene Verantwortung für die Seuche, die unter seiner Herrschaft ja grassiert, von sich weisen. Ich habe in keiner Weise gefrevelt. Indem er alles unternimmt, um die Seuche zu beenden, ob und wie rasch er damit Erfolg hatte, wissen wir leider nicht, indem er also alles tut, die Seuche zu bekämpfen, kann er seine Herrschaft legitimieren, obwohl er der Sohn eines Usurpators ist und eines Brudermörders. Und er kann zeigen, welche verheerenden Folgen ein Königsmord hat und damit sich selbst vor Angriffen schützen. Diese Pestgebete Mursilis zeigen eine im Alten Orient weit verbreitete Möglichkeit, Unglücke und Katastrophen zu deuten und zu bewältigen. Katastrophen sind Strafen der Götter. Um sie zu bewältigen, muss man mit den Göttern ins Reine kommen. Die Texte zeigen aber auch, dass die Darstellung und Deutung von Unglücken und Katastrophen von politischen Interessen geleitet sein kann und solchen Interessen dienen kann. Vor allem, wenn sie aus einigem Abstand literarisch verarbeitet werden, was praktisch in allen vorhandenen schriftlichen Quellen aus dem Alten Orient der Fall ist. Das hethitische Großreich ist erst gut 100 Jahre nach dem Tod Mursilis II. Am Anfang des 12. Jahrhunderts untergegangen, wobei kriegerische Auseinandersetzungen, innere Unruhen und Missernten eine Rolle gespielt haben werden. Die Pest zur Zeit Mursilis scheint also im engeren Sinne keine Katastrophe gewesen zu sein, sondern nur ein großes Unglück, eine Krise. Eine umfassende Katastrophe schildert demgegenüber die sogenannte Prophezeiung des Neferti, ein ägyptischer Text aus dem sogenannten Mittleren Reich, der wohl im 20. Jahrhundert unter dem Pharao Amenemhet I. entstanden ist. Diese Geschichte von der Prophezeiung des Neferti erzählt, wie Jahrhunderte früher unter der Herrschaft des Königs Snofru der Priester und Gelehrte Neferti zur Unterhaltung des Königs prophezeit hat, dass einmal die Asiaten in das östliche Nildelta eindringen und Ägypten unter ihre Herrschaft bringen werden. Das führt zu einem regelrechten Weltuntergang. Ich lese ein Stück in der Übersetzung von Erik Hornung. Das Geschaffene ist wie Nicht-Geschaffenes. Also die Schöpfung ist rückgängig gemacht. Re, der Schöpfergott, kann mit der Schöpfung neu beginnen.
Die Welt insgesamt ging zugrunde, kein Rest ist geblieben. Nicht das Schwarze unter dem Nagel blieb von dem, was Reh bestimmt hatte. Das Land wird zugrunde gerichtet, niemand kümmert sich darum. Die Sonne ist verhüllt und leuchtet nicht, dass die Menschen sehen könnten. Der Strom Ägyptens, der Nil ist ausgetrocknet, man kann zu Fuß hinübergehen. Der Südwind streitet mit dem Nordwind, der Himmel ist ein einziger Sturm. Alles Glück ist dahin, die Welt ist ins Elend gestoßen durch jene, die sich mästen, die Asiaten, die das Land durchziehen. Der Besitz eines Menschen wird ihm geraubt und einem Fremden gegeben. Ich zeige dir den Besitzer klagend und den Fremden zufrieden. Der Faule füllt sich, der Fleißige ist leer. Das Land ist gering, aber der Herrschenden sind viele. Es ist verwüstet, aber die Steuern sind hoch. Ich zeige dir das Land in einer schweren Krankheit. Der Kraftlose ist jetzt kraftvoll. Man grüßt den, der sonst grüßte. Ich zeige dir das Unterste zu oberst, was auf dem Rücken war, hat jetzt den Bauch unten. Man lebt, wo die Toten sind. Der Bettler häuft Schätze auf, der Reiche bettelt, um zu leben. Die Armen haben reichlich Brot, die Dienenden sind obenauf. Im Verlauf dieser Klage, das haben Sie gemerkt, wird aus dem Weltuntergang eher so etwas wie eine soziale Umschichtung oder eine soziale Revolution. Die Reichen und Mächtigen sind abgestiegen, während die Ohnmächtigen und Armen aufgestiegen sind. Und die Ohnmächtigen und Armen haben das wahrscheinlich nicht als Weltuntergang betrachtet. Was für den einen eine Katastrophe ist, kann also für die anderen eine Wende zum Besseren sein. Neferti blickt in seiner Prophezeiung aber dann auch über die Katastrophe hinaus. Ein König des Südens wird kommen, Armeni mit Namen. Freut euch, ihr Menschen seiner Zeit. Der Sohn guter Herkunft wird sich einen Namen machen bis in alle Ewigkeit. Aber die Böses sinnen und Aufstand planen, denen soll es die Sprache verschlagen aus Furcht vor ihm. Die Asiaten werden durch sein Schwert gefällt, die Libyer durch seine Flamme, die Rebellen durch seine Wut und die Verschwörer durch seine Macht. Man wird die Mauern des Herrschers bauen, um die Asiaten nicht nach Ägypten hineinzulassen. Demütig sollen sie um Wasser flehen, um ihre Herden zu tränken. Die Gerechtigkeit wird an ihren Platz zurückkehren, das Unrecht ist hinausgeworfen. Make Egypt great again, ist man geneigt zu sagen. Ameni ist eine Kurzform des Namens Amenemhet und Amenemhet I. war der Begründer der ägyptischen 12. Dynastie, also ein Usurpator wieder. Die Prophezeiung des Neferti legitimiert seine Herrschaft, indem sie ihn darstellt als den starken Mann, der einen lang andauernden katastrophalen Zustand beendet hat. Ursache der Katastrophe ist nach diesem Text die Masseneinwanderung von Asiaten aus der Levante. Und, so darf man wohl ergänzen, eine Politik, die diese Masseneinwanderung nicht abgewehrt hat. Über die Rolle der Götter beim Ausbruch der Katastrophe sagt die Prophezeiung des Neferti nichts, wenn man davon absieht, dass die Könige von Ägypten natürlich selber auch Götter sind. Ein Unglück von katastrophalen Ausmaßen beschreiben auch sumerische Texte, die über die Zerstörung sumerischer Städte und den Untergang ihrer politischen Ordnung im Zweistromland am Ende der sogenannten Ur-3-Zeit, das ist so etwa am Ende des 21. Jahrhunderts und kurz danach, klagen. Und sind 5 solche Stadtklagen erhalten, die in Inhalt und Form unterschiedlich sind, aber sie haben auch bestimmte Themen gemeinsam. Sie alle schildern die totale Zerstörung der Stadt und ihrer Bewohner, die Rolle der Götter bei der Entscheidung, sie zu zerstören, und die Preisgabe der Städte durch ihre Schutzgötter, wobei ihre Göttin oft für ihre Rettung eintritt.
Diese Texte beschreiben die Wiederherstellung der Stadt und oder des Tempels und die Rückkehr der Schutzgottheit oder setzen sie voraus und sie schließen mit einem Gebet an die Gottheit, das entweder Lob, Bitte, Verwünschung gegen den Feind, Selbsterniedrigung oder eine Kombination dieser Elemente beinhaltet. Die verschiedenen Stadtklagen beschreiben die Zerstörung der Stadt jeweils als Auswirkung eines gewaltigen Unwetters. Das wird oft als Metapher verstanden für und interpretiert für einen militärischen Angriff. Im Fall von Ur wurde der Stadtstaat tatsächlich von amoritischen Stämmen im Westen bedroht und dann schließlich von Elamitern aus dem Osten überrannt. Die Texte selbst weisen jedoch an einigen Stellen auf ein umfassenderes Zusammenspiel mehrerer Faktoren hin, darunter Dürre, Hungersnot und Krankheit. Es ist schwierig, diese Faktoren von einem militärischen Angriff zu trennen, denn eine belagerte Stadt litt oft auch unter Hungersnot und Krankheit. Aber es scheint plausibel, dass ein solch großer historischer Zusammenbruch eines gut organisierten Staates doch eine außergewöhnliche Reihe von Bedingungen erforderte. Wir wissen leider nicht, wie und ob überhaupt diese Stadtklagen in Ritualen oder Gottesdiensten verwendet wurden. Wir wissen das leider bei ganz vielen altorientalischen Texten nicht, wofür die eigentlich genau geschrieben wurden. Oft wird angenommen, dass diese Klagen verwendet wurden, wenn ein Tempel abgerissen wurde und wieder neu aufgebaut wurde. Das würde gut zu den Bildern der Wiederherstellung am Ende der Texte passen, aber nicht so gut zu dem Bild des weit verbreiteten Leidens vorher. Spätere Formen der Klage, sogenannte Balak- und Erschemmer-Klagen, die sich von den Stadtklagen ableiteten, wurden verwendet, wenn ein Heiligtum abgerissen und restauriert werden sollte. Da wissen wir etwas über die Verwendung. Aber auch während bestimmter Feste, um prophezeites Unheil abzuwenden oder einfach an bestimmten Terminen im religiösen Kalender. Warum die obersten Götter den Untergang von Ur und anderen sumerischen Städten beschlossen haben, bleibt in den Texten unklar. Menschliche Schuld scheint dabei keine Rolle zu spielen. Dass Unglücke und Katastrophen auch einfach einer Laune der Götter entspringen können, das zeigen zum Beispiel hethitische Mythen, die vom Verschwinden von Gottheiten erzählen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Erzählung vom Verschwinden des Wettergottes Telipinu und seinen katastrophalen Folgen. Ich zitiere ein Stück nach der Übersetzung von Ahmed Ünal. Telipinu ist erzürnt, möge er doch nicht schon wieder Schrecken einjagen. Das scheint ein Kommentar des Lesers oder des Autors zu sein. Er zog seinen rechten Schuh an seinen linken Fuß, den linken Schuh, aber zog er an seinen rechten Fuß und verschwand. Also er ist auch schon aufgestanden und alles ist schiefgegangen. Dunst erfüllte die Fenster, Qualm erfüllte das Haus. Auf dem Herd erstickten die Scheite, auf den Altären erstickten die Götter, im Pferch ebenso die Schafe, im Stall erstickten die Rinder, das Mutterschaf lehnte sein Lamm ab, die Kuh lehnte ihr Kalb ab. Telipinu ist fortgegangen, das Getreide, Fruchtbarkeit der Tiere, Fruchtbarkeit, Wachstum, Sättigung trug er mit sich fort auf das Feld, in die Wiese und die unbewohnte Einöde. Telipinu ist fortgegangen, in der Einöde hat er sich hingekauert, über ihm wuchs Efeu und nun wachsen Getreide und Spelt nicht mehr. Rinder, Schafe und Menschen werden nicht mehr schwanger. Diejenigen von ihnen, die schwanger werden, vermögen nicht zu gebären. Die Berge vertrockneten, die Bäume vertrockneten, sodass keine Knospen mehr sprießen. Die Wiesen vertrockneten, die Brunnen vertrockneten und im Lande entstand Hungersnot. Menschen wie auch Götter gehen am Hunger zugrunde. Der große Sonnengott veranstaltete eine Party und lud dazu 1000 Götter ein. Sie aßen, wurden aber nicht satt. Sie tranken,
konnten aber ihren Durst nicht löschen. Die Götter sind ja auch auf die landwirtschaftliche Produktion angewiesen, die ihnen in Form von Opfergaben geliefert wird und serviert wird von den Menschen. Die Götter machen sich nun auf die Suche nach Telipinu, aber sie können ihn nicht finden. Und schließlich schicken sie eine Biene aus, die Telipinu aufspürt. Nach einer kurzen Lücke schildert der Text verschiedene rituelle Handlungen, durch die Telipinus Wut, Zorn, kriminelle Gesinnung und Groll, wie es im Text heißt, beseitigt werden. Daraufhin, und jetzt zitiere ich wieder, kehrte Telipinu nun nach Hause zurück und kümmerte sich um das Land. Da verließ der Dunst das Fenster, der Qualm verließ das Haus. Da fügen sich die Altäre den Göttern, die erstickten Holzscheite verließen den Herd. Im Pferch drinnen verließ die Unfruchtbarkeit die Rinder. Die Mutter nahm sich ihres Kindes an, das Schaf nahm sich des Lammes an, die Kuh nahm sich des Kalbes an, Telipinu nahm sich des Königs und der Königin an und kümmerte sich fortan um deren Leben, Gesundheit und Zukunft. Diese Erzählung zeigt eben, dass Unheil auch völlig willkürlich entstehen kann, wenn die Götter einmal schlechte Laune haben. Und sie zeigt damit auch, wie wichtig die kultische Verehrung der Götter eben ist, um die Götter bei guter Laune zu halten oder um ihre Stimmung wieder aufzuhellen, wenn sie einen schlechten Tag haben. Denn ihr Zorn kann eben katastrophale Folgen haben. Auch ein Streit zwischen Göttern kann sozusagen als Kollateralschaden katastrophale Folgen für die Menschen haben. So führt zum Beispiel im Gilgamesch-Epos, der Tafel 6, der Standardversion, das sind wir also wieder in Mesopotamien jetzt, etwa im 7. Jahrhundert, im Gilgamesch-Epos führt der Streit zwischen dem Helden Gilgamesch, er ist zwei Drittel Gott, ein Drittel Mensch und König der Stadt Uruk, und der Göttin Ishtar dazu, dass Ishtar den Himmelsstier, einen riesigen geflügelten Stier mit Menschenkopf, auf Gilgamesch loslässt. Der Himmelsstier richtet auf Erden eine wahre Naturkatastrophe an. Er säuft so viel Wasser aus dem Fluss, dass die wasserreiche Umgebung Uruks austrocknet. Der Stier beginnt zu schnauben und die Erde reißt auf. Hunderte der stolzen jungen Männer von Uruk stürzen in den Tod. Doch Gilgamesch und sein Freund Enkidu können den Stier überwältigen und töten. Ishtar aber verflucht Gilgamesch, der im weiteren Verlauf des Epos dann auch für seinen Frevel bestraft wird. Ein anderes Beispiel für einen Konflikt zwischen Göttern mit katastrophalen Folgen für die Menschen ist die Auseinandersetzung zwischen Baal, dem Herrn der Erde, des Wetters und der Fruchtbarkeit, und Mot, dem personifizierten Tod und Herrn der Unterwelt, im ugaritischen Baal-Mythenzyklus aus dem 13. Jahrhundert. Jetzt sind wir in Syrien, an der syrischen Mittelmeerküste. Nachdem Baal von Mot besiegt wurde und sich in der Unterwelt befindet, herrscht auf der Erde eine Dürre, die, Übersetzung von Herbert Nier, so beschrieben wird: ausgetrocknet sind die Furchen der Äcker, ausgetrocknet sind die Furchen der göttlichen Felder. Also Dürre und Hungersnot. Und erst als Baal nach 7 Jahren aus der Unterwelt befreit und wieder belebt wird, wird das Land wieder fruchtbar. Also eine lange Hungersnot ist Folge dessen, dass Baal hier dem Gott Mot unterlegen ist. Besonders komplex ist das Zusammenspiel verschiedener Götter bei der Entstehung und der Beendigung einer Katastrophe im akkadischen Erra-Mythos, der vielleicht erst im 7. Jahrhundert im Zweistromland geschrieben wurde. Erra war ursprünglich wohl der Gott des vernichtenden Feuers. Er wurde schon im 3. Jahrtausend mit dem Unterweltsgott Nergal verknüpft und später identifiziert. Und er entwickelte sich zu einem regelrechten Unheilsgott.
Der schlafende Erra wird von seinem Herzen und seinen Kriegern, den Sibiti-Göttern, geweckt und angestachelt, einen Feldzug gegen die Menschen zu unternehmen, um sie zu vernichten. So könne er den Göttern etwas Gutes tun, weil die Menschen den Schlaf der Götter stören. Dann würden ihm alle Götter des Himmels Ehrfurcht und Ehre erweisen. Erras Visier Ishum versucht ihn vergeblich davon abzuhalten. Um seinen Plan zu verwirklichen, muss Erra aber zuerst die Weltherrschaft übernehmen, die der babylonische Reichsgott Marduk innehat. Das gelingt Erra durch eine List. Er versucht, Marduk aus seinem Tempel zu locken, indem er ihm vorhält, sein Ornat und seine Krone seien verschmutzt und müssten endlich einmal gründlich gereinigt und erneuert werden. Ohne seine Herrschaftsinsignien könnte Marduk aber nicht mehr regieren. Marduk weiß das aus früherer Erfahrung, dass das eben für die Welt katastrophale Folgen haben würden. Ich zitiere aus der Übersetzung von Gerfried Müller. Marduk sagt, vor langer Zeit wurde ich schon einmal zornig und erhob mich von meinem Platz und löste eine Flut aus. Ich erhob mich von meinem Platz und die Regierung über Himmel und Erde löste sich auf. Der Himmel erzitterte, der Sterne des Himmels Standorte wurden verändert und ich brachte sie nicht an ihren Ort zurück. Die Unterwelt bebte, der Furcheertrag wurde gering und auf lange ihr Abgaben aufzuerlegen schwierig. Die Regierung über Himmel und Erde war aufgelöst, das Süßwasser wurde knapp, die Hochwasser gingen zurück. Als ich mich umschaute, war es schwierig geworden, sich zu ernähren. Die Nachkommenschaft der Lebewesen wurde gering und ich brachte sie nicht wieder auf ihren alten Stand. Bis ich wie ein Bauer ihre Saat ergriff mit meinen eigenen Händen. Also die Katastrophe war so groß, dass Marduk selber eigenhändig alles wieder aufbauen musste, von der Vegetation angefangen. Marduk kann auch deswegen den Tempel nicht verlassen, sagt er zu Erra, weil die Handwerksmeister, die benötigt würden für eine Renovation, momentan nicht greifbar sind. War anscheinend schon damals ein Problem. Und Marduk hat auch die für die Restaurierung notwendigen kostbaren Materialien verlegt. Wie Erra das Problem löst, ist leider abgebrochen, aber schließlich gelingt es ihm, die Bedenken Marduks zu zerstreuen, indem er vorschlägt, dass er an Marduks Stelle während dessen Abwesenheit die Regierungsgeschäfte führt. Marduk geht dann auf Erras Vorschlag ein und begibt sich zu den Anunnaki, das ist eine Gruppe der Götter, und es kommt dann aber, wie Marduk befürchtet hatte. Die Welt verdunkelt sich, es kommt zu Überflutungen, die ganze kosmische Ordnung bricht zusammen. Statt nun, wie versprochen, als Vertreter Marduks für Recht und Ordnung zu sorgen, beginnt Erra seinen Kampf und zieht eine Spur der Verwüstung über Babylon und die Städte des Landes. Verschiedene Götter versuchen erfolglos, Erra von seinem Vorhaben abzubringen, aber eben sie haben damit keinen Erfolg. Erst als die Zerstörung schon weit fortgeschritten ist, gelingt es Erras Vezier Ishum, seinem Herrn Einhalt zu gebieten. Darauf zieht sich Erra in seinen Tempel zurück und Ishum macht dem Unheil in Babylon ein Ende, indem er Erras Krieger, die Sibiti-Götter, ins Ausland führt, um dieses zu verwüsten. Vermutlich steht im Hintergrund dieses Mythos die Zerstörung Babylons durch den assyrischen König Sanherib, der von 704 bis 681 regierte. Nach dem Kolophon hat kein geringerer als König Asarhaddon, der Nachfolger Sanheribs, den Text als königliche Lektüre abgeschrieben. Asarhaddon war ein sehr gelehrter König, der offenbar eben auch lesen und schreiben konnte und sich dessen auch gerühmt hat. Er sollte mit gehörigem Abstand das schreckliche Geschehen als göttliche Willkür erläutern, als ein launiges Spiel der Götter, das aber insofern hinzunehmen sei, weil es den göttlichen Charakteren entspräche, schreibt Brigitte Cronenberg dazu.
Und sie fährt fort, die Inanspruchnahme des Kriegsgottes dürfte ein geschickter Schachzug der Könige gewesen sein. Denn diese Argumentation dient faktisch als eine apotropäische, als eine abwehrende Maßnahme, damit sich der Terror auf den Gott konzentriert und nicht auf die Könige, die ihn eigentlich veranstaltet haben, zurückfällt. Treffen diese Überlegungen von Brigitte Groneberg zu, dann zeigt der Erra-Mythos, dass die Götter im alten Orient nicht nur zur Erklärung von Katastrophen herangezogen werden konnten, sondern auch zur Verschleierung ihrer wahren menschlichen Ursachen. Die Götter verhalten sich gegenüber den Menschen zum Teil wohlwollend, zum Teil gleichgültig oder ablehnend. Man kann nur hoffen, dass am Ende das Wohlwollen überwiegt. Heute würden wir vielleicht eher von einer Ambivalenz der Welt oder der Natur gegenüber der Menschheit sprechen. Sie ermöglicht uns ein gutes Leben, plagt uns aber auch mit Unglücken und Katastrophen, von denen vielleicht einmal eines, etwa eine Pandemie oder der Zusammenstoß der Erde mit einem Asteroiden, die Menschheit oder auch die ganze Erde vernichten wird. Dass wir mit der Erinnerung an überstandene Katastrophen die Götter oder die Natur beschwichtigen können, das erscheint uns heute eher fraglich. Allenfalls können wir uns damit selbst Mut machen und uns zur Vorsicht anhalten, aber auch zur Dankbarkeit für gute Zeiten. Die Ambivalenz und Komplexität der Götter kann sich in altorientalischen Texten auch darin zeigen, dass die von den Göttern verursachten Katastrophen eskalieren und den Göttern selbst unheimlich werden oder sie sogar selbst bedrohen. In der sogenannten Unwetterstele des ägyptischen Königs Ahmose des Ersten beschreibt dieser ein fürchterliches Unwetter. Ich zitiere nach der Übersetzung von Joachim Quack. Die Götter ließen den Himmel mit einem Regensturm kommen. Finsternis war in der westlichen Gegend. Der Himmel war vollständig bewölkt und sein Geräusch war lauter als das Rufen der Leute. Stärker als, das ist eine Lücke, auf den Wüsten als das Geräusch der Quellgrotte von Elefantine. Dann ging jedes Haus und jedes Stadtviertel, das sie erreichten, zugrunde, trieb im Wasser wie die Papyrusboote der Menschen an den Portalen der Königsresidenz für eine Zeitspanne von, dann ist die Zeitangabe ausgefallen, also von so und so vielen Tagen, wobei keine Fackel entzündet werden konnte über den beiden Ländern, also weil es so dunkel war. Da sagte seine Majestät, wie viel größer ist dies als die Macht des großen Gottes, als die Pläne der Götter. Dieser Satz ist ein bisschen rätselhaft, aber vielleicht ist damit gemeint, dass das Unglück eben schlimmer war, als die Götter es geplant hatten. Noch deutlicher erkennbar ist diese Möglichkeit einer Eskalation einer gottgewirkten Katastrophe in dem ägyptischen Mythos von der Vernichtung des Menschengeschlechts, der im Buch von der Himmelskuh enthalten ist. Er erzählt, wie die Menschen in grauer Vorzeit, als der Himmel noch nicht so weit von der Erde entfernt war wie heutzutage, gegen den alt gewordenen Schöpfergott Re rebellierten. Auf Anraten der Götterversammlung schickt Re sein Auge, personifiziert in der Göttin Hathor, aus, um die Menschen zu bestrafen, die sich in die Wüste zurückgezogen haben. Hathor zieht gegen die Menschen aus und dezimiert sie. Als sie zu Re zurückkehrt, um ihm Bericht zu erstatten, heißt dieser sie willkommen. Er dankt ihr für ihre Hilfe und stellt fest, ich werde nun Macht über die Menschen als König erhalten. Er dezimiere sie also nicht noch weiter. Aber Hathor hat an der Abschlachtung der Menschen Gefallen gefunden. Als ich mich der Menschen bemächtigte, sagt sie, wurde ich fröhlich gestimmt. Deshalb befolgt sie die Anweisung Rehs nicht, sondern verwandelt sich in die blutrünstige und gewalttätige Göttin Sachmet. Sie geht zurück auf das Schlachtfeld, um im Blut der Menschen zu warten. Um die Menschen vor der Vernichtung durch Hathor Sachmet zu bewahren, lässt Re nun 7000 Krüge Bier brauen und durch Zusatz einer mineralischen Substanz rot färben. Dann lässt er das Bier an den Ort transportieren, wo die Göttin die Menschheit vernichten will.
und lässt es dort ausgießen, bis das Ackerland 3 Handbreit von der Flüssigkeit überflutet ist. Als die Göttin des Morgens kam, heißt es dann, fand sie dieses Ackerland überflutet vor und ihr Antlitz spiegelte sich schön darin wider. Sie trank davon und ward fröhlich, sie zog berauscht von dannen und vermochte die Menschen nicht zu erblicken. So hat Reh die Menschheit vor der völligen Vernichtung bewahrt. Daran soll ein jährliches Bierfest zu Ehren der Hathor erinnern. Um nicht erneut in die Versuchung zu kommen, die Menschheit zu vernichten, zieht sich Reh dann aber in den Himmel zurück und der Himmel erhebt sich daraufhin in Gestalt einer Kuh über die Erde. Die Herrschaft über die Menschen überträgt Reh anderen Göttern. Als die Menschen Reh am fernen Himmel erblicken, beschließen sie, nun selbst gegen die Feinde Rehs vorzugehen. So entstand der Krieg unter den Menschen. Und die Menschen werden dafür von Reh getadelt. Eure Sünden habt ihr euch zu Schulden kommen lassen, o ihr Hinschlechter, die sich bisher vom Krieg fernhielten. Mit Heike Sternberg el-Hotabi, deren Übersetzung ich jetzt auch zitiert habe, ist anzunehmen, dass dieser Mythos als eine Antwort war auf die Religionspolitik des Echnaton in der Amarna-Zeit. Echnaton hatte ja die Religion revolutioniert, indem er die Gottesverehrung ganz auf die sichtbare Sonnenscheibe Aton konzentriert hatte und die ganzen Götter und ihre Mythen abgeschafft hatte. Im Weltbild Echnatons in der Amarna-Zeit, da werden das Böse, die Nacht, die Unterwelt und die chaotischen Elemente, die die Welt in Gut und Böse spalten, ausgeschlossen und negiert. Alle Lebewesen, Menschen, Tiere und Götter leben allein durch die Kräfte der lichtspendenden Sonnenscheibe Aton, die die Welt in Sicherheit und Schönheit existieren lässt. Der Mythos von der Himmelskuh bestätigt dagegen das Bild von der gespaltenen Welt mit den in diese Welt integrierten Chaosmächten, die fortwährend die Welt bedrohen und durch deren periodische Überwindung die Welt in Gang gehalten wird. Im Mythos werden die Kräfte, die zur Spaltung, damit schließlich aber auch zur Differenzierung der Welt führen, wie Leben und Tod, Tag und Nacht, Himmel und Erde, Erde und Unterwelt, Gott und Mensch, Frieden und Krieg, aufgelistet. Anders als in dem optimistischen Weltbild Echnatons ist in diesem mythischen Weltbild Platz für die Erfahrung von Unglücken und Katastrophen. Der ägyptische Mythos von der verhinderten Vernichtung der Menschheit ist ein Gegenstück zum Sintflutmythos, der in verschiedenen Varianten in Mesopotamien und in der Levante belegt ist. In der Fassung, die uns in der 11. Tafel des Gilgamesch-Epos überliefert ist, beschließen die Götter ohne erkennbaren Grund, eine Sintflut auf die Erde zu schicken. Ihr Herz verlangte danach, heißt es lapidar im Text. Im Atrachasis-Mythos, der ebenfalls von der Sintflut erzählt, ist der Grund, dass die Menschen sich immer mehr vermehrt haben, immer mehr geworden sind und durch ihren Lärm die Ruhe der Götter gestört haben. Obwohl die Götter durch einen Eid zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden, verrät Ea, der Gott der Weisheit, den Beschluss, eine Sintflut zu schicken an Utanapishti, also im Gilgamesch-Epos, den König von Shurupak, und gibt ihm die Anweisung, ein riesiges Schiff zu bauen, um den Samen all dessen, was atmet, also Menschen und Tiere, vor der vollständigen Vernichtung zu bewahren. Das Kommen der Flut wird dargestellt als eine kosmische Katastrophe, vor der selbst die Götter erschrecken. Ich zitiere nach der Übersetzung von Stefan Maul. Adats, des Wettergottes Totenstille, fuhr am Himmel entlang, dann kehrte alles, das Licht war, zur Finsternis zurück. Er trampelte nieder das Land wie ein Ochse, wie einen Tontopf zerschmetterte er es. Einen ersten Tag walzte der Sturm das Land nieder, rasend brauste er einher, dann aber brachte der Ostwind die Sintflut. Wie ein Schlachtengemetzel ging die Wucht der Flut über die Menschen hinweg. Der Bruder kann seinen Bruder nicht sehen, noch erkennen die Menschen einander in der Vernichtung. Selbst die Götter packte da vor der Sintflut die Angst. Sie wichen zurück, sie hoben sich fort in den Himmel des Anum. Da kauern die Götter im Freien, eingerollt in sich selbst wie Hunde. Laut schreit die Göttin auf, einer Kreisenden gleich,
In Klagegeschrei verfiel Belet Ili, die Muttergöttin, die sonst doch so schön an Stimme. Und sagt, wahrlich, jener uranfängliche Tag ist deshalb wieder zu Lehm geworden, weil ich in der Götterversammlung Böses sprach. Wie konnte ich nur in der Götterversammlung Böses sprechen, um meine Menschen auszurotten, Krieg erklären, denn ich bin es doch, die sie gebar. Meine eigenen Menschen sind es doch. Wie Fische im Schwarm füllen sie jetzt das Meer. Die Götter, die aus der Unterwelt kommen, verweilen mit ihr in Weinen, in Klage aufgelöst, verweilen sie mit ihr in Weilen. Verdorrt ihre Lippen, beraubt der gekochten Opferspeisen. Die von ihnen selbst initiierte Katastrophe ist den Göttern über den Kopf gewachsen. Sie merken erst jetzt, was die Vernichtung der Menschheit für sie bedeutet. Nämlich, dass sie nichts mehr zu essen bekommen, weil niemand ihnen Opfer darbringt. Nach dem Atrachasis-Mythos waren die Menschen zu dem Zweck erschaffen worden, den Göttern die Arbeit abzunehmen und dafür zu sorgen, dass sie zu essen und zu trinken hatten und ein annehmliches Leben in ihren Tempeln führen konnten. Nachdem die Flut vorbei ist, bringt Utanapishti den Göttern Opfer dar. Er schlachtet ein Tier, streut Räuchergaben hin, stellt 14 Opfertrankflaschen auf und schüttet ihnen zu Füßen Rohr, Zeder und Myrrhe hin. Und dann heißt es, die Götter aber rochen den Duft, die Götter rochen den süßen Duft, die Götter kamen alsbald wie die Fliegen über dem Opferspender zusammen. Nur Enlil ist zornig, dass er den Plan der Götter, die Menschheit zu vernichten, unterlaufen hat. Auf Enlils Vorwürfe entgegnet er, der Weisheitsgott, aber du, der Weise unter den Göttern, der Held, wie nur konnte es geschehen, dass du keinen guten Rat erteiltest, sondern die Sintflut sandtest. Nur dem, der selbst eine Sünde beging, laste seine Schulden an. Nur dem, der eines Fehlers sich schuldig machte, laste seinen Fehler an. Lockere die Zügel, denn sie sollen nicht zerschnitten werden. Zieh sie dennoch straff genug, damit sie nicht erschlaffen. Statt eine Sintflut zu senden, hätte der Löwe sich erheben sollen, um die Menschenmenge klein zu halten. Statt eine Sintflut zu senden, hätte sich der Wolf erheben sollen, um die Menschenmenge klein zu halten. Statt eine Sintflut zu senden, hätte Hungersnot entstehen sollen, um das Land zu morden. Statt eine Sintflut zu senden, hätte Erra sich erheben sollen, um das Land zu morden. Lieber begrenzte Unglücke und Katastrophen, die die Menschheit dezimieren, als deren völlige Vernichtung. Das ist im Interesse der Götter und auch der Menschen. Diese Einsicht kann natürlich die Menschen trösten, wenn sie Unglücke und Katastrophen erleben müssen, denn es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Und es wird nicht zum Schlimmsten kommen, zum Untergang der Menschheit, weil die Götter eben auf die Menschen angewiesen sind. Das jedenfalls so lange, wie sich die Menschen um die Götter kümmern. Der Atrachasis-Mythos nennt übrigens noch weitere mögliche Mittel, wie die Vermehrung der Menschen begrenzt werden kann durch Unfruchtbarkeit, durch Kindstod und Kindbettfieber, hervorgerufen durch die Dämonin Lamashtum und durch die Verpflichtung zum Zölibat für Priesterinnen. Ich möchte diesen Rundgang durch Darstellungen von und Reflexionen über Unglücke und Katastrophen im Alten Orient abschließen mit einem eigenartigen ägyptischen Text, den sogenannten Klagen des Chachepare-Seneb, die frühestens im 19. Jahrhundert verfasst worden sind, vielleicht auch einige Jahrhunderte später. Dieser weise Chachepare-Seneb klagt nicht nur wie andere Texte über katastrophale Zustände in Ägypten. Er vergleicht den Zustand Ägyptens mit einer schlimmen Krankheit. Er klagt auch darüber, dass er nicht die richtigen Worte findet, um diese Katastrophe adäquat zu beschreiben und zu begreifen. Und diese Passage, die ich jetzt nach der Übersetzung von Erik Hornung zitiere, ist doch sehr eigenartig und auch einzigartig im Alten Orient. Hätte ich doch unbekannte Reden, fremdartige Sprüche, neue Worte noch nie gebraucht und frei von Wiederholungen,
nicht die Sprüche der Vergangenheit, welche die Vorfahren schon brauchten. Ich presse meinen Leib aus von dem, was er hält. Ich siebe alle meine Worte, denn Wiederholung ist alles, was man sagt. Und alles Gesagte ist schon einmal gesagt worden. Von der ersten Generation bis zu denen, die einst kommen, alle ahmen nur nach, was vergangen ist. Wüsste ich doch, was andere nicht wissen, was noch niemals überliefert wurde, dass ich es sage und mein Herz mir Antwort gebe. Dann würde ich meinem Herzen mein Leiden erhellen, die Last meines Rückens auf es abwälzen. Er sprach zu seinem Herzen, komm doch, mein Herz, dass ich zu dir spreche und dass du mir antwortest auf meine Sätze, deute mir, was in der Welt geschieht. Jan Assmann hat diesen Text interpretiert als eine ergreifende Klage über den der Schriftkultur inhärenten Variations- und Innovationsdruck. Aus ihm spreche die Stimme eines Autors, der die Tradition als etwas Äußeres, Fremdes und Übermächtiges empfindet und der vor der Aufgabe verzweifelt, dieser Tradition gegenüber seine Rede als etwas Eigenes und Neues zu behaupten und zu legitimieren. Soweit das Zitat von Assmann. Was er damit meiner Meinung nach überhaupt nicht erklären kann, ist, warum dieser Schachkeeper Rezenep nicht nur darüber klagt, dass er keine Worte findet, sondern auch über den katastrophalen Zustand im alten Ägypten. Wenn man das mit einbezieht in die Deutung, könnte man diesen Text vielleicht auch lesen als einen Hinweis darauf, dass sich Katastrophen letztlich der Beschreibung und dem Verstehen entziehen. Wenn eine Katastrophe, und das jetzt im engeren Sinne auch der modernen Katastrophentheorie, wenn eine Katastrophe ein Einbruch des Chaos ist, der alle Ordnung über den Haufen wirft, dann kann sie doch nicht in ordentlicher Sprache, etwa gar noch in poetischer Form, adäquat abgebildet werden. Und man kann fragen, ob es überhaupt dann möglich ist, zu verstehen, was geschieht, denn verstehen bedeutet ja immer auch etwas einordnen, vergleichen, durch Regeln und Gesetze erklären. Gehört es nicht zum Wesen einer Katastrophe, dass sie uns sprachlos und ratlos macht? Kann man eine Katastrophe überhaupt beschreiben und verstehen, solange sie andauert und man davon betroffen ist? Vielleicht, ich möchte das vorschlagen und zur Diskussion stellen, kann man die Klagen des Schachkeeper Rezenep als einen Hinweis auf diesen Sachverhalt, dieses Problem, eine Katastrophe zu benennen und zu begreifen, interpretieren. Der Rückgriff auf bereits vorhandene Beschreibungs- und Erklärungsmuster kann vielleicht helfen, den Schrecken zu bannen und die Bedrohung zu relativieren. Er birgt aber auch die Gefahr in sich, dass man dadurch gerade nicht begreift, was jetzt wirklich passiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Krüger, für diesen wunderbaren Überblick über die verschiedensten Katastrophennarrative in der altorientalischen Literatur. Sie im Publikum haben nun die Möglichkeit, Fragen zu formulieren. Wir haben auch bereits eine erste sehr konkrete Frage, die sich auf die Prophezeiung des Neferti bezieht. Sie haben die Asiaten erwähnt. Wissen wir etwas, wer diese Asiaten waren oder was sind da die Interpretationen? Ja, Asiaten sind praktisch alle, die nordöstlich, müssen wir bitte die Himmelsrichtung aufpassen, die nordöstlich von Ägypten nehmen, also in der Levante, würden wir heute sagen, nicht? Also Kanaan war ja dann zeitweise unterworfenes Gebiet von Ägypten und Ägypten gehört ja zu Afrika und die Ägypten haben sich eben von den Asiaten abgesetzt. Also das sind die im Raum des heutigen Israel, Palästina,
Syrien, Libanon Lebenden. Diese Asiaten muss man sich da konkret vorstellen. Und es hat ja tatsächlich eine Phase gegeben, allerdings später, die sogenannte Hyksos-Zeit, wo Ägypten von asiatischen Einwanderern beherrscht worden ist. Aber das ist ein Problem, das eigentlich die ganze Geschichte Ägyptens begleitet. Also die Prophezeiung des Nefert, die ist wohl älter als die Hyksos-Zeit. Vielleicht darf ich mir eine Frage auch erlauben. Sie haben mehrmals darauf hingewiesen, dass die Katastrophen, die Unglücksfälle, dass die zurückgeführt werden bis auf die Götter und dass es dort dann aber manchmal endet. Es ist dann die Laune der Götter oder eben, wie es hieß, die Götter haben das im Herzen so entschieden und dann kommt die Katastrophe. Im Gegensatz zu jenen Erzählungen, die dann weitergehen, die Frevel der Menschen, Überbevölkerung, da noch eine Erklärung liefern. Wie würden Sie das interpretieren? Ist das auch eine Kapitulation vor der völligen Unerklärbarkeit einer Katastrophe, wie Sie es am Ende angedeutet haben, dass man den Göttern gar keine weitere Motivation mehr zuschreiben mag? Oder wie deuten Sie das? Ja, das könnte man so interpretieren, denke ich schon, ja. Nicht, dass die Götter, dass irgendwie die Wirklichkeit etwas mit göttlichen Kräften und göttlichen Mächten zu tun haben. Das habe ich ja versucht, durch dieses Bild am Anfang etwas zu illustrieren. Das ist einfach der Weltbildrahmen, in dem die Diskurse im Alten Orient stattfinden einfach. Dass irgendwo Götter sind und etwas verursachen. Und vor allem, dass solche gewaltigen Dinge wie eine Überflutung oder ein Unwetter, dass das eben... dass da göttliche Mächte dahinter stehen, das hält man wohl weiterhin für selbstverständlich, jedenfalls in den Texten, die wir haben. Aber eben das Wirken der Götter kann man nicht immer, sie geben nicht immer Gründe an. Also Mursi, die am Anfang war ja ein Beispiel dafür, er fragt die Götter nicht, was ist, warum macht ihr das? Und das ist eben das Interessante, dass wir haben ja manchmal so von der neuzeitlichen Perspektive auf Religion auch so die Meinung, Religionen müssen immer irgendwie alles erklären oder Gründe angeben oder so etwas. Das ist überhaupt nicht der Fall im Alten Orient. Mhm. Also es gibt einen vielleicht, ist das mit ein Faktor, dass, also wenn man von Göttern spricht und auch nicht weiß, warum sie jetzt gerade dieses Unheil bringen, hat man natürlich immer noch die Chance, etwas zu tun. Man kann Opfer darbringen, nicht? Und man kann versuchen, diese Götter zu beschwichtigen. Man ist nicht absolut ohnmächtig, nicht? Also wenn ein Asteroid kommt und auf die Erde einschlägt, dann hilft Beten wahrscheinlich, also zumindest gegenüber dem Asteroiden, nichts. Nicht? Ich fand es interessant, im Zuge der Vorbereitung jetzt, ich habe ja auch erst mal gesucht, welche Texte kann man überhaupt für Katastrophen hier heranziehen und wo kommt das vor. Ich fand es interessant, wie vielfältig die Möglichkeit ist, hier auf Götter Bezug zu nehmen. Also das zum einen, also ich hatte natürlich vorher immer nur im Kopf dieses Modell, dass Katastrophen sind Strafen der Götter, das ist ja etwas, was in der Bibel auch vorherrscht, weil der biblische Gott nicht immer oder eher selten als irrational handelnd dargestellt wird. Das ist auch eine Tendenz, die man zeigen kann. Zum Beispiel diese Stadtklagen über den Untergang von Ur. Es gibt auch eine Geschichte, Fluch über Akkade, den Untergang des Reichs der Akkader. Im Zuge der manchmal Jahrtausende umfassenden Überlieferungsgeschichte gibt es da manchmal Tendenzen, also so etwas wie menschliche Schuld dann auf einmal einzubringen, obwohl das in den ältesten Quellen noch nicht der Fall ist. Also vielleicht hat man da auch die Menschen mehr verantwortlich machen wollen. Aber der Bezugnahme auf Götter erlaubt noch ganz vielfältige Argumentationsmuster. Und das Zweite, was für mich sehr interessant war, was mir auch vorher nicht so deutlich war, dass eben man ganz oft auch zeigen kann, dass dahinter ganz handfeste politische Interessen stehen. Nicht also, indem man den Göttern die Schuld gibt, kann man die Schuld von sich selbst
verweisen oder man kann via Götter die Schuld auf die früheren Generationen verweisen oder man kann sich einfach darstellen als der die Götter wieder gnädig gestimmt hat und so. Also das ist ja vielleicht auch in der Gegenwart der Diskussion über die gegenwärtigen Krisen der Fall, dass dahinter auch Interessen stehen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen lang. Jetzt habe ich eine Frage, die richtet sich in erster Linie als Sie als Alttestamentler. Ja. Und die Frage drängt sich natürlich geradezu auf, inwieweit diese altorientalischen Erzählungen, Mythenbildungen, wie weit die sich auf das Alte Testament ausgewirkt haben, wie weit die Katastrophenkonzeptionen dort durch solche Erzählungen beeinflusst sind. Ich meine, die Sintflut ist natürlich das, was wir alle zuerst präsent haben, aber können Sie das etwas ausführen? Ja, also man muss einfach sehen, dass das Alte Testament, also ich würde das einfach so sagen, ist ein altorientalischer Text, nicht? Und das alte Israel ist eine altorientalische Kultur gewesen, die gewisse Eigenarten hat, aber jede altorientalische Kultur hat Eigenarten gehabt, nicht? Die Ägypter waren auf ein Jenseits ausgerichtet, die Mesopotamier waren ganz diesseitig, und bei den alten Israeliten oder in der Entwicklungsgeschichte des Alten Testaments ist zum Beispiel ein Akzent, dass eben die Einheit des Göttlichen stärker betont wird. Nicht? Das Alte Testament ist machen immer Studierende die Erfahrung in den ersten Semestern, ist ja gar nicht monotheistisch durchgängig. Nicht? Da gibt es ein paar wenige monotheistische Aussagen. Aber es konzentriert sich doch auf einen Gott als die Spitze der anderen Götter. Aber interessanterweise ist eben in der Sintflut, sieht man einmal die Moralisierung. Das ist sicher ein interessanter Punkt, wenn man das vergleicht. Nicht im Gilgamesch wird gar keinen Grund gegeben. Im Atrachasis, die Menschen sind lärmig und laut und stören die Götter, sie sind zu viele. Und in der biblischen Sintflut ist es die Bosheit der Menschen. Nicht? Also die Menschen sind böse, deswegen will Gott sie ausrotten. Aber er macht es nachher dann doch nicht, weil sie ihm eben leid tun, weil ihm die Schöpfung leid tut, aber sie bleiben so böse am Ende wie am Anfang. Da ist also dieser moralische Aspekt, das ist sicher auch ein Kennzeichen der biblischen Religion, dass in diesem mit denselben Mitteln wie auch andere altorientalische Kulturen arbeiten und operieren, mit denselben Bildern und Vorstellungen stärker Religion mit Moral verbunden wird, nicht? Und damit sogar ja der Kult zum Teil kritisiert. Also im Alten Testament sind ganz klar Genesis 1, die Menschen sind zur Herrschaft geschaffen und nicht zum Gottesdienst, nicht? Also das ist quasi ein Antitext zu dem babylonischen Schöpfungstext, nicht? Der Mensch ist nicht dazu da, die Götter zu bedienen, auch nicht den einen Gott zu bedienen, sondern ihm ist die Erde zur Herrschaft übergeben. Also hier sehen wir gewisse Umpolungen, aber natürlich, wir können das oft nicht im Einzelnen erhellen, die Wege, wie, obwohl man es heute besser kann als noch zu der Zeit, wo ich studierte, die Wege, wie diese Traditionen also wirklich auch gewandert sind und literarisch gewandert sind. Aber es ist eindeutig, dass solche Dinge als bekannt vorausgesetzt werden. Man muss sich ja vorstellen, dass das alte Israel und Juda war seit dem 8. Jahrhundert ständig unter mesopotamischer Besatzung. Nicht? Erst die Assyrer, dann die Babylonier, dann die Perser. Also da gab es auch einen kulturellen Austausch. Aber ich weiß nicht, ob ich die Frage, hat sie noch eine andere Dimension oder... Das kann ich jetzt schlecht beurteilen, ob die Frage zu beantworten. Aus meiner Sicht wurde sie sehr gut beantwortet. Eine weitere Frage zielt in eine ganz andere Richtung, fragt nach der Prävention, nach der Verhinderung von Katastrophen. Spiegeln sich in diesen Erzählungen noch andere Versuche jetzt über das Opfer hinaus
Vorstellung, dass man Katastrophen irgendwie verhindern könnte, dass man da etwas unternehmen kann, außer viel Bier trinken, ja, wie wir gelernt haben. Das ist sehr gut, dass diese Frage kommt. Ich hatte das erst in meinem Vortrag drin und dann wäre es zu lang geworden. Und ich fand auch jetzt diese mehr intellektuellen und literarischen Auseinandersetzungen interessanter. Man kann archäologisch sehr wohl und sehr gut zeigen, dass die Menschen versucht haben, sich gegen Katastrophen zu schützen. Man hat Deiche gebaut gegen Überflutungen. Man hat sogar Auffangbecken gebaut in Mesopotamien. Man hat Erdbeben zum Beispiel, waren ein wichtiger Faktor in der Levante vor allem. Aber das ist ja so eine Grabenbruchgegend auch. Man hat versucht, Erdbeben sicher zu bauen. Man hat also zum Beispiel zwischen Steinlagen Holzlagen eingebaut und dann wieder Steinlagen, was ein bisschen abfedern sollte. Oder man hat Stützmauern gebaut. Man hat Vorräte angelegt gegen Hungersnot, also Getreidesilos. Man hat versucht, da wo man auf den Regen angewiesen war, in Zisternen das Wasser zu machen. Also es gibt ganz viele technische Versuche auch, sich gegen Katastrophen zu sichern oder gegen Unglücksfälle. Wir haben über die Götter als Schuldige gesprochen. Eine Hörerin fragt, gibt es vergleichbare Schuldzuweisungen an einzelne Personen oder Personengruppen, wie die Zuschreibung von Naturkatastrophen oder Krankheiten, etwa an die Hexen in der frühen Neuzeit? Gibt es Vergleichbares im Alten Orient, dass sie gestoßen werden? Dabei bin ich jetzt... Also eben der Bereich ist so groß, dass ich nicht mehr sagen kann, das gibt es nicht, aber ist mir nicht bekannt. Nein. Und eine Nachfrage zur Prävention. Kennen wir spezifische Riten, von denen wir sagen können, sie dienen der Prävention von Katastrophen? Sie hatten ganz am Anfang angesprochen, wo Sie nach der Funktion dieser Klagen gefragt haben und da angedeutet, dass sich da damit ja vielleicht Riten verbinden können. Ja. Weiß man aus anderen Quellen über diesen Bereich etwas? Also im Grunde ist natürlich wenn Sie jetzt das alte Ägypten zum Beispiel nennen, ist der gesamte Kultus eine Katastrophenprävention. Aus den ägyptischen Mythen wissen wir, der Lauf der Sonne um die Erde. Also die Ägypter hatten ja die Vorstellung, dass die Sonne am Himmel entlang über die Erde läuft, dann in der Nacht durch die Unterwelt von Westen dann wieder nach Osten zurück. Da gibt es Texte, die also für jede Stunde beschreiben, was für Gegner da der Sonnenbarke, also die Sonne fährt in einem Schiff, entgegentreten, die versuchen, die Sonne aufzuhalten. Eben diese Mächte des Chaotischen und des Lebensfeindlichen in der Welt. Und der gesamte Kultus, die gesamten Rituale sind dazu da, den Sonnengott Re zu unterstützen bei seiner Fahrt über den Himmel. Oder nicht der gesamte Kultus, aber da, wo Re verehrt wird im Tempel. Nicht? Man muss sich auch denken, ist vielleicht auch noch ein, sollte man erwähnen, vielleicht der Tempelkultus heißt im alten Orient nicht unbedingt ein Gottesdienst wie heute, also wo Publikum dabei ist. Nicht in den ägyptischen Tempeln ist einfach wichtig, dass das Ritual, dass der Vorlesepriester zur richtigen Zeit das richtige Gebet vorliest. Da muss niemand zuhören, der Gott muss das hören. Nicht? Da muss kein Publikum zuhören. Also das sind schon Präventionsmaßnahmen, aber eben ich würde sagen, jetzt speziell also natürlich, wenn Unwetter droht oder wenn Dürre ist, wird man besonders den Wettergott verehren und wird man besonders ihn bitten, wieder Regen zu spenden. Aber im Grunde ist es wirklich so, dass man ständig die Götter irgendwie bei Laune halten muss, dass sie den Menschen wohltun. Das wäre wieder, wenn man jetzt vom Alten Testament, ich habe das Alte Testament einfach rausgelassen, weil das ist auch zu viel geworden wäre. Da gibt es natürlich dann auch das, dass Yahweh, der Gott Israels, dann sagt, ihr könnt diese ganzen Gesänge und das könnt ihr euch alles schenken, sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Nicht? Und wenn das blüht, dann wird es auch Wohlstand in der Natur
geben, nicht? Aber dieser Gedanke, wenn Recht und Gerechtigkeit herrscht, dann blühen auch die, hat man blühende Felder und dann springt auch der Stier und dann bringt die Kuh auch Kälber zur Welt, ist natürlich genauso ein mythischer wie das altorientalische Denken es ist. Vielleicht kann ich da gleich eine Frage noch anschließen, die nochmal auf die Rolle der Menschen zielt. Neben dem Hinweis auf den Lärm, den die Menschen gemacht haben als Grund für deren geplante Vernichtung, gibt es auch Hinweise, die auf durch Menschen verursachte Katastrophen, das Beispiel, das hier angesprochen wird, etwa die Plastikprobleme heute, für die Umwelt, dass so etwas ein Bewusstsein gegeben hätte, dass die Menschen da selber schuld sind, in der, so direkt? Ich glaube nicht. Obwohl die das Verhalten der Menschen auch schon im Alten Orient in einer erschreckenden Weise also katastrophal war. Nicht? Man hat ja zum Beispiel den ganzen Libanon abgeholzt, nicht? Und das hat das Klima verändert. Das hat die Holzvorräte beseitigt. Man hat einfach immer in Mesopotamien Holz gebraucht, nicht? Das zum Bauen. Auch in Nordafrika hat man dadurch einfach zur Verwüstung des Landes oder Versteppung des Landes beigetragen. Oder in Mesopotamien hat man den Boden bewässert vom Euphrat und Tigris auch durch Kanalsysteme, die zu einer Versalzung des Bodens beigetragen haben, dass er sogar nachher fast unfruchtbar geworden ist. Es gibt so gewisse Maßnahmen, also zum Beispiel, dass man dann Brachen eingeführt hat, das Feld mal alle eine gewisse Zeit brach liegen hat lassen. Aber ob das jetzt ein kontrollierter Versuch war, sozusagen hier den Boden wieder, die Bodenbeschaffenheit zu verbessern, ist schwer zu sagen. Vielleicht noch dann auch schon fast zum Abschluss noch eine Frage, die natürlich doch noch mal auf den biblischen Hintergrund zielt. Und ja, also das ging auch mir so, eine der eindrücklichsten Plagenkatastrophe in der Bibel ist natürlich die Heuschreckenplage. Jedenfalls mich hat das in der Sonntagsschule immer tief beeindruckt, die Heuschreckenplage als etwas, was für uns sowas Fremdes ist. Ist das nur im Alten Testament oder haben wir dafür Parallelen jetzt in den Bericht? Da gibt es im Alten Orient auch viele Parallelen. Also vor allem wird dann oft das ist oft dann auch eine Metapher für militärische Invasionen, dass also ein Heer fällt wie die Heuschrecken über das Land und plündert es aus. Aber die Heuschreckenplagen waren und sind heute noch real. Also es gibt es ja heute noch in Afrika. Und diese Heuschrecken, also ich habe das noch in einem Film mal gesehen, das ist brutal. Oder? Die fallen über sie, man ist völlig wehrlos und die fressen alles kahl und ziehen dann weiter. Nicht? Also das ist so eine Plage, gegen die man wirklich nichts machen, heute noch fast nichts machen kann. Jetzt haben wir doch noch eine weitere Frage. Sie richtet sich zu den Dammbauten. Gibt es da Hinweise, dass man beispielsweise Dammbauten gesegnet hätte, um da die Gunst der Götter nochmals besonders zu gewinnen? Oder das ist eine gute Frage, aber da weiß ich jetzt aus dem Stegreif, kann ich das nicht beantworten. Die Fragen kommen, kommen immer mehr. Ja. Lässt sich eine Verbindung zwischen dem Mythos des Telipinu und dem Mythos der Demeter feststellen? Haben wir auch Parallelen im Fruchtbarkeitskult? Also es gibt Wanderungen von hethitischen, also es ist ja schon Kleinasien, das war ja dann der hellenistischen Zeit auch der ist da vieles nach Griechenland hinübergeschwappt, aber da muss ich sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber vielleicht können Sie das beantworten.
bin da auch nicht der richtige Spezialist ja. für die griechische ja. Religion, aber eben wir kennen natürlich für viele oder immer besser wissen wir über diese Verbindungen ja. zwischen der altorientalischen Mythologie und eben auch den griechischen Mythen Bescheid. Und ja. aber ich kann eben im ja. konkreten Fall auch nichts dazu sagen. Ja. Schaue ich noch mal in den Chat, sehe aber soweit keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich Ihnen nochmals ganz, ganz herzlich für diesen sehr schönen Vortrag, auch für die Diskussion, die nochmals eine ganze Reihe von Punkten vertieft hat. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Ihnen auch als Zuhörer, Zuhörerinnen zu danken für Ihr Interesse an der heutigen Vorlesung und Sie zugleich an die Vorlesung in einer Woche zu erinnern beziehungsweise Sie darauf aufmerksam zu machen. Jetzt habe ich natürlich meinen Spickzettel vergessen. Es wird Herr Rühle sprechen, aber ich weiß nicht mehr genau über was, ich schaue aber gleich nach und kann Ihnen dann gleich helfen. In einer Woche wird Frank Rühle vom Institut für evolutionäre Medizin auch hier an der Universität Zürich sprechen, und zwar über der Mensch und die Krise, evolutionär-medizinische und historische Perspektiven. Wir werden da also in einen ganz anderen Bereich wechseln und das Thema, wie es eben der Absicht der Ringvorlesung entspricht, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven eben beleuchten. Also nochmals ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Krüger, für den Vortrag, Ihnen im Publikum für das Interesse. Vielen Dank.